Erreiche den nächsten Rang, um ein weiteres Zeichen benutzen zu können. Okay, das heißt, das zweite kann ich hier jetzt noch irgendwo. Ob wir, also diesen Wutmodus, ja, also der machen wir auf jeden Fall, dann machen wir. Wutmodus ist klasse. Und da kann man einiges machen ringsherum. Da, uiuiuiui, da gibt es noch viel zu tun. Packen wir es an. Oh Gott, Hilfe. Achso, ich kann mich vielleicht selbst wieder aufrichten, ja. Oh ne, da gehen wir jetzt aber nicht runter. Griffer. Im Tausch gegen Griffer-Zeichen kann Griffer Max helfen, seine Fähigkeiten zu verbessern. Verdiene dir Zeichen, indem du Herausforderungen absolvierst. Ich gehe davon aus, dass das Nebenmissionen sind, in irgendeiner Weise. Das offenbart sich jetzt dann wahrscheinlich alles langsam, aber sicher. Ab jetzt irgendwie. Spartus. That's trouble. Oh. Soll ich da mal hinfahren, wo die jetzt auch hinfahren? Wo ist Where's eigentlich the das car? Auto? No, he hasn't. Ruft Cham mit der Leuchtpistole. Any trouble? There's a bad guy. Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Oh, yes. Yes, yes we do. So. Ja. Oh, we've done the righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Was? Werkstatt? Du kannst jederzeit über das Pausenmenü auf das Werkstattmenü zugreifen. Oh, ich musste also nicht immer hin. Okay. Es ist an der Zeit, dem Magnum Opus einen Booster zu verpassen. Wähle die Kategorie Booster und baue einen doppelten Nitro Booster ein. Okay. Das ist das. Wählen. Ja. 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 Erfolgreich. Klasse. Sonst geht hier wahrscheinlich gerade wieder nichts. Nitro done yet? Oh, oh yes, yes, Nitro installed. Now, let's baptize her and pull the holy sled. I know just the places. Okay. Ja. Okay, das hätte eine bessere Landung geben können, aber man hat es zumindest mal gemacht. Okay. Was war jetzt da? Muss ich das nochmal machen? War das jetzt nicht gut genug oder was? Ja, aber können wir gerne machen. So. Nee, zurück. Nun. Besser? Probiere den Booster. Habe ich jetzt gemacht. Wie oft muss ich den jetzt noch ausprobieren? Also solange mir dann grüner Punkt angezeigt wird, gehe ich davon aus, dass ich da irgendwie was tun muss. Ja. Das war gut. Schade, verfehlt. Macht aber nichts. Ah!
Keine Angst. Wo ist er? Hallo? Ah? Ah ja. Moment, ich muss mal ein bisschen Anlauf nehmen. Ups. Kann nichts dafür, ich bin auf der Straße. Was soll ich machen? Oh, das Fahrzeug ist beschädigt. Ups. Ich habe das Gefühl, wenn ich das nun tue, dann geht das Auto kaputt. Oh, Mensch, ins Kind. Na, wo ist er denn? Verbündete Lager haben 20 Schrott hinzugefügt. Dankeschön. Wo ist denn jetzt der Knilch da? Mein Fahrzeug ist beschädigt. Wegen dir. Oh. 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 Ach, er macht das schon. Wer macht da ein aller... Junge, 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 Junge. Gut. Wunderbärchen. Warum kann ich nicht einfach das Auto nehmen? Das ist ganz einigermaßen. Das Max-Verbesserungsmenü wurde freigeschaltet und lässt sich über das Pausenmenü aufrufen. Dort kannst du Max-Ausrüstung verbessern, sein Aussehen anpassen oder neue Werkzeuge oder Fertigkeiten für den Bodenkampf freischalten. Neue Verbesserungen werden freigeschaltet, wenn sich der Legendenrang von Max erhöht. Oh, man kann nur optisch verändern. Kann ich das jetzt nehmen? Warum kann ich das Auto nicht nehmen? Das finde ich doof. Naja. So. Aber kaputt mal. Oh! Oh! Vieles. Vieles löste sich aus der Karosserie. Wie komme ich denn da jetzt ran? Da muss ich ins Feuer. Tut mir das weh? Vielleicht nicht. Nein, Feuer macht nichts. Feuer macht nichts. Nur auf die Fresse kriegen tut weh. Okay. So, sind wir soweit? Klasse. Das Ding sieht aus wie neu. Ist doch schön. So. Gehen wir mal in die Richtung. Da scheint was zu sein. Warte, 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 warte. Nee, da ist nichts drin, oder? Ich gehe trotzdem mal rein. I'm going. Wait here. Nö. Aber da oben ist was. Ein schwaches Tor. Oh, geht's ja in den Untergrund? Ah, ich hab gar kein Benzin dabei. Krieg ich das so? Ne? Es ist doch ein schwaches Tor. Da muss doch was gehen. Hallo? Verdammt. Ja. Wie ist das nun zu machen? Ein schwaches Tor. Ich habe kein Benzin. Habe ich Benzin? Doch, ich habe Benzin im Wagen. Oder? Haben wir Benzin dabei? Nö. Okay, ja, das merke ich mir dann in dem Fall für später. Das muss ja nicht jetzt sein.
Was ist jetzt passiert? Windschutzscheibe kaputt? Brauchen wir die da denn? Jawohl. So. Was machen wir jetzt? Wir können mit ihm sprechen. Ich kann mal gucken. Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Erstmal, dass die Energie wieder voll wird. So. Und dann schauen wir mal, ob hier unten an der Wasserquelle wieder welches ist. Dann war die weiter vorne in dem Fall. Der arme Kerl wird mir doch hier nicht verdursten, oder? Immer noch leer. Also ich muss das ver... Muss ich das wieder auffüllen, oder? Ist das jetzt einfach mal egal? Hier, was ist mit dem Fahrzeug? Hä? Was hast du jetzt gemacht? Kann ich auch nicht nehmen? Hm, naja, kommt vielleicht auch gegen später noch, dass man auch andere Fahrzeuge benutzen kann. Oh, guck mal, das ist ja eine Leiter. Aber die bringt mir nichts, oder? Da komme ich nicht hin. Oh, da haben wir ja auch noch irgendwas. Ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt schon hoch kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann da hoch kann. So, was? Einsteigen. Nö, möchte ich jetzt ja gar nicht. Wir reden erstmal. Say, oh, say, come and see. Come and see, oh, say. Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred Illinois, she's come to life. Sweet angel, come bust you. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide frat boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night, right? You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gas town. Well, let's go there. No, wait. You can't just go to gas town. We need armor on my angel for that run. Yeah, it's gonna take a long time, too. I probably need to get a couple of... Cavendish! Get in the car! Wait! My tabernacle! Wahnsinn entgehen. Ja, wie mache ich das denn jetzt mit dem im Auto? Werde ich verfolgt? Oh! Hi! Ich nehme an, dass ich die da irgendwie entsorgen muss. Oh, das sind viele. My tabernacle! Gone! Oh oh. All of it lost. We have the car. We need to go. You know a safe place. Somewhere we can rebuild. Jesus, of the great white!
We can make a deal. Trust me, don't kill us. Doesn't sound safe. Ist das denn da? The best we can do. I don't think we have a choice, Zane. Ein Aussichtspunkt. Moment, hier ist irgendwas. Ah, ist das da drin? Na, das sieht doch nach einem Versteck aus. Guck mal, jede Menge Schrott. Und sogar Munition. Und da kann ich jetzt wahrscheinlich hoch auf den Ballon irgendwie. Moment. Also ich muss da hoch, ich muss da irgendwie hochkommen. Es ist wahrscheinlich leichter, als es aussieht. Ja, es ist tatsächlich leichter, als es aussieht. Und da muss ich doch bestimmt irgendwann mal was machen können. Oh, guck mal, Schrott. Moment, noch kurz da rein. Schrott. Nee, historisches Relikt. Ui. Was ist das für ein merkwürdiges Gefährt? Kann ich mich nicht daran erinnern. Project Blackout, Phase 5, Schneemobil. Wir werden nicht zusammen mit den anderen untergehen. Wenn sich jemand auch nur in der Nähe unseres Verstecks Verstecks begibt, werde ich ihn höchstpersönlich massakrieren. Sarah. So it began. Da bin ich ja mal auf den Rest der Story gespannt. Oh. Ist das die Küche? Ist ja... Oh, noch mehr. Krass. Nee, wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Warte. Stell mal ab. Ich wollte... Da war doch noch... Genau, ich wollte den Schrott... Und wenn ich mich nicht täusche, war doch da noch Munition. Ne, dann war das der Sprit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Auf jeden Fall kann ich hier jetzt, glaube ich, rein. Aufwärts, abwärts. Machen wir mal aufwärts. Oh, wie hoch geht das? Das geht ziemlich hoch. Ah, eine neue Region entdeckt. Jo, erstmal ein bisschen. Oh, Vogelschwäche schwach. Ja. Da kommen wir, glaube ich, her. Boah, das explodiert ja immer noch. Was haben wir da?
Boah, das ist eigentlich auch irgendwie nicht ganz so schön für die Augen, gerade dieses Unscharfe. Okidoki, das. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung. Ich werde es rausfinden. Das war wohl mal eine Brücke. Das war auch mal. Das war alles mal eine Brücke. Ich habe sogar eine Vermutung, welche, aber. Ja, wird sich später rausstellen, ob meine Vermutung richtig ist. Und da ist noch irgendwas anderes, was brennt. Oder unten habe ich noch was nicht entdeckt. Okay, jetzt müsste ich dann, glaube ich, alles gesehen haben, oder? Aber einmal im Kreis mich gedreht. Und da jetzt jeden einzelnen Text zu lesen, was eine Vogelscheuche ist, wissen wir inzwischen. Jeets Festung. Ja, das ist eine Festung. Nochmal eine Vogelscheuche. Vogelscheuche. Links ein Sniper, wissen wir inzwischen auch wie. Und ein Ölpumpenlager. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch demnächst irgendwann daran gehen, dieses Ölpumpenlager sich vorzuknüpfen. Top Dog Lager. Schwierigkeitsgrad 2. Oh je. Was ist denn da bei 5 los? Bei 5 Schädeln? Darf man gespannt sein. Okay. Also es ist auch sehr wichtig, dass man diese Aussichtspunkte nutzt, diese Gasballons. Sonst hat man nachher nicht alles auf der Karte. Was nicht heißt, dass man es nicht mehr findet, aber es ist wahrscheinlich dann deutlich schwerer. Kann ich noch höher? Nö. Moment, das habe ich noch nicht gesehen da. Oder? Ja. Ja, drauf. Und sonst ist eigentlich, glaube ich, nichts. Oh, da ist auch noch was. Ein Sniper da unten. Oha. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. An den sollte man sich vielleicht mal ranschleichen. Bei Gelegenheit. So, sonst habe ich jetzt aber wirklich alles gesehen, denke ich. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Ich soll zu Jeets Festung fahren. Ja, aber warum denn? Oh oh, ist auch schon etwas spät. Stelle ich gerade fest. Ja, dann mache ich noch den Weg zu Jeets Festung. Oh, das Fahrzeug ist auch fast leer, stelle ich gerade fest. Aber das macht ja nichts, hier stand ja Sprit rum. Dann tanken wir das Fahrzeug sogleich auf. Tanken. Tanken. Anzünden, werfen. Anzünden, werfen. Was? Halt, halt lassen, halt, einstellen. Hä? Tanken, guck mal. So, der ist ja jetzt dann in dem Fall. Ist der jetzt leer oder nicht? Der Kanister. Kann ich den aufladen? Wenn ich ihn aufladen kann, dann ist vielleicht noch was drin. Kanister aufbewahren ist vielleicht auch grundsätzlich keine schlechte Idee. Und da war, glaube ich, war da noch einer? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube nicht, aber ich gehe trotzdem nochmal schauen. Nein, ich glaube nicht. Und hier drin war auch nichts mehr. Nope. Also gut. Dann jetzt zu Jeets Festung steht da. Wer auch immer das nochmal ist. Aber kleinen Moment. Ich möchte mir zuerst mal den Sniper vorknöpfen.
Und da gibt's Material. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, jetzt gibt es Schlägerei. Komm schon! Kleines Kind, du. So. Habe ich jetzt gerade Stress verursacht? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, da ist ja noch einer. Kann ich euch aus dem Auto ziehen? Oh je. Habe ich da jetzt einen Stein ins Rollen gebracht, den ich nicht so schnell aufhalten. Oh, 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 oh. Ja, Leute. Moment, 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 Moment. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ihr drüber sprechen wollt. Ich würde, Moment, ich würde es bevorzugen, euch aus der Ferne. Ja. Na komm schon. Hier, reparier mal das Auto. Ah! Repariert mir das Auto schnell. Machst du? Ja, Wunderbärchen. Okay. Ja, schieß. Wie jetzt nicht schießen? Keine Munition. Das ist klasse. Kann ich hier aus dem... Ich will den Kerl aus dem Karren ziehen. Das ist das, was ich... Komm schon, ich zieh dich raus. Oh! So, kommt noch mehr? Ich hoffe nicht. Okay. Ja, wenig Treibstoff. Nö, hat er nicht. Jetzt sieht er nicht mehr. Und ich kann jetzt ein anderes Auto nehmen. Aber ich brauche es ja eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt das eigene wieder in 1A Zustand. Liegen da noch sonst irgendwo Teile rum? Da kann ich doch bestimmt was ausbauen. Sieht zumindest mal da oben so aus. Einsteigen könnte ich. Okay, die Scrotus-Fraktion entdeckt. Scrapulences. Bring diese Fahrzeuge zu einer Festung, um es deiner Fahrzeugsammlung hinzuzufügen und eine große Schrottbelohnung freizuschalten. Und wo ist das? Wo muss ich denn dann jetzt hin? Ja, da kann ich aber jetzt auch nicht wieder hin, das haben die doch angegriffen. Wo soll ich das jetzt hinbringen? Begegnung, Schatzbegegnung. Oh, kann ich da überall eine Schnellreise machen? Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, ja. Aber ich verstehe jetzt noch nicht so ganz. Also in dem Fall zur Jeets Festung. Oder wie? Magst du hier mitfahren? Ach, weißt du was? Komm, ich leg das mal. Ich lass das mal hier stehen. Das steht bestimmt jetzt immer da. Dann begebe ich mich jetzt noch mit meinem Partner und mit meinem
Ja, wunderschön, Fahrzeug. Zur vorgegebenen Destination. Oh, Moment, da ist noch dieser. Da ist irgendwo noch. Was ist, was heißt denn das rote, rote Symbol da? Ach so, ja gut, der ist ja jetzt der. So, Teile. Dann nehme ich die Teile auch noch. Okay, alles klar. Alles klar. Ist auch was Größeres, kostet bestimmt viel Geld. Okay. Und wenn scheinbar sowieso so eine Vogelscheuche auf dem Weg liegt, mehr oder weniger, dann machen wir die auch gleich weg. Wie jetzt? Ach so. Gut. Zerstöre 4. Ah, das habe ich jetzt geschafft. Ja, vorher 3, jetzt einmal 4. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal 4 machen. Jetzt fahren wir erstmal in die Festung. Ja, ich habe Jeets Festung bereits gesehen. Schau mal. Oh, ich probiere mal die Schnellreise. Schnellreise verlassen? Schnellreise? Zurück? Schnellreise? Nicht entdeckt. Ach so, beseitige die Bedrohung in diesem Bereich, um die Anzahl von Skrotus-Patrouillen zu verringern. Und Verbesserungen für den Magnum Opus freizuschalten. Also sprich, ich kann nur quasi in gesäuberten Gebieten eine Schnellreise machen. Das ist nicht schlimm. Dann fahre ich da halt so hin. Aber ich kann das wahrscheinlich so als Ziel markieren, ne? Ja. Da ist noch eine Vogelscheuche. Wenn wir schon mal hier sind. Wo ist er? Da. Nur noch näher ran. Oh, Teile. Nehme ich. Ups. Komm schon. Noch was? Scheinbar nicht. Und es gibt mit Sicherheit auch einen Grund, warum das so rot ist. Und da ein blauer Fleck ist. Jawohl, da kann ich mein Fläschchen auffüllen. Hallo. Oh, hi. Ja, ist gar nicht schlimm. Warte mal. Oh, 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 oh. Der hat ja, der hat ja, der hat ja. Ach, der hat ja aber auch. Ah, das ist ja einer. Oh Gott! Na? Na? Komm schon! Komm schon! Er ist gut! Er ist gut! Aber nicht gut genug. Oh, ich habe jetzt einen Baseballschläger. Einen modifizierten. Nee, nicht fallen lassen. Nimm das Ding mit. Läuft. Gibt's noch mehr Schrott?
Wasser gibt's hier noch. Ja, genau. Wasser, 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 Wasser. Wasser ist wichtig. Wasser ist Leben. Was haben wir da? Gar nichts, gell? Nein, gar nichts. Null. Niente. Nada. Nichts. Da geht's auch nicht rein. Dann kletter ich mal oben drauf. Da. Und Schrott. Und das war's auch schon mit Schrott. Okay. Aber da ist immer noch das Symbol. Ah ja, das steht jetzt für das Wasser. Da ist Wasser. Wasser nehmen. Gut. Flasche voll. Die werden wir auch sogleich entleeren. Denn die Gesundheit ist ja nicht ganz so tipptopp jetzt gerade. Super. Und hier ist ja noch mehr davon, oder? Ist hier noch mehr Wasser? Ja. Wunderbärchen. So. Haben wir das Wasser? Das Symbol ist immer noch da. Haben wir da drin noch was? Natürlich. Sprit. Das ist Feuer. Das bringen wir schnell zum Auto. Muss ich das hier vielleicht vernichten, das Ding? Muss ich das in die Luft jagen? Okay, ja, hier, lass mal stehen. Ich glaube, der war sowieso leerer. Der ist auf jeden Fall voll. Denke ich mal. Und ich gehe davon aus, wenn ich den jetzt nehme, von dem wir eh schon das meiste in unseren Tank geleert haben beim Fahrzeug, und dahin bringe, um das hier ein bisschen kaputt zu machen, dann ist das vielleicht... Oh, warte mal, da ist doch... Da drüben ist noch was Böses auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Dem Symbol hier zumindest nachzuurteilen. Okay. Hat ihm aber gar nicht viel ausgemacht, ne? Oh, auf jeden Fall trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Die ganzen letzten Male hat er das Ding immer automatisch abgestellt. Nachdem ich es angezündet habe. Demzufolge war das jetzt auch kein Punkt, an dem man das eigentlich hätte tun sollen. Gut zu wissen. Hallo, da hängt jemand. Kann ich da hoch? Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Ich denke schon, weil es war noch keine Meldung da, dass ich alles gefunden hätte. Aber jetzt vielleicht. Immer noch nicht. Es gibt noch mehr. Was haben wir da? Wir haben auf jeden Fall Leute geschlafen. Da geht's nicht hoch. Im Regal ist auch nichts mehr. Wenn man das Regal nennen kann. Ja. Okidoki. Da muss aber irgendwie noch mehr sein. Ich habe noch nicht alles gefunden. Da ist auf alle Fälle... Da ist auf alle Fälle jemand, der... Ja, jetzt, nun, Leute, bitte, kommt her! Kommt! Okay. Ja, reden wir ein andermal drüber. Ach, warum eigentlich nicht? Guck mal, ich habe hier einen Schläger heute dabei. Kommt! Wenn ich schon in der Nähe bin. Naja, komm! Ihr steigt bestimmt gleich ins Auto und fahrt damit auf mich zu, gell? Nein.
Das macht Spaß. Jawohl. Okay, ich habe gar nichts gesehen, aber ich habe eine Schnellreparatur. Was ist denn jetzt? Schnellreparatur? Was willst du denn reparieren? Schnellreparatur für 219. Bei dem Fahrzeug? Nein. Nein. Wir haben andere Probleme. Das war gar nicht so übel. So. Und jetzt kann ich ja theoretisch das irgendwie versuchen, wieder zu Schrott zu fahren. Das könnte als Tarnung dienen, da hast du aber auch wiederum recht, ja? Ich würde das mal hier stehen lassen. Weil ich da später bestimmt nochmal das Fahrzeug wieder abholen kann. Oder auch nicht. Auf jeden Fall müssen hier aber noch Sachen zu finden sein, sonst hätte ich da eine Meldung gekriegt, dass 100% erforscht sind. Irrsinnig viele Orte, wo da was sein kann, gibt es auch nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, ich muss da hoch, irgendwie. Gibt es denn da eine Leiter? Auch nicht. Puh, 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 puh. Unten drunter durchgelaufen bin ich vorher auch schon. In dem Container war ich drin. Geht's in den rein? Nö. Und ob der hier überhaupt noch zu dem Gebiet gehört, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Eine Sekunde. Achso, das ist der, den ich geklaut habe. Ja, weiß nicht genau. Wo soll denn das nun sein? Da oben drauf geklettert war ich auch schon. Was ist das denn? Hat das vielleicht was damit zu tun? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da vielleicht... Nee, ich komme von da oben, aber da runter. Das heißt, ich muss irgendwie da hoch können. Nehmen wir nochmal die Leiter da. In der ich jetzt, glaube ich, dreimal vorbeigelaufen bin oder so. Super! Munition und Schrott. Jetzt ist es soweit. Okay. Also. Jeets Festung jetzt als nächstes. Und ja, das lasse ich jetzt mal hier stehen, in der Hoffnung, dass das Ding später noch da ist. Ich merke mir einfach mal den Wassertropfen da. Was bedeutet denn diese 5 da? Gerade eben. Ach, das müsste die Anzahl der Vogelscheuchen sein, die ich dann jetzt insgesamt erledigt habe, oder? Theoretisch zumindest.
Oh, was haben wir da? Links ist auch nicht weit weg. Ich will da jetzt aber... Ach komm, da kommen wir hoch, oder? Ah ja, ganz einfach. Oh, das gibt wieder Prügelei. Das macht aber bestimmt auch Spaß. Hallo. So. Ah, der ist aggro. Der ist aggro. Sind alle aggro. So, jetzt hast du Angst, wa? Oh, klick mich trotzdem. Okay, okay. Was du Schweinebacke, du. Also der hat Sachen drauf, das gehört normalerweise ins Profi-Wrestling. Bestimmt stellt sich heraus im Laufe der Geschichte, dass er früher Profi-Wrestler war. Bevor er Mel Gibson war. Oder so. So. Was haben wir denn hier? Bestimmt. Och, nehmen wir das doch auch gerade mit. Das könnten wir in die Luft jagen. Aber was bringt uns das? Nichts. Ich bräuchte auch übrigens 4 gleiche Radkappen. Das da ist jetzt so eine Sache. Das sieht ja dann nicht gut aus nachher. Okay, hier scheint es aber auch noch was zu finden zu geben. Vermutlich da oben. Hallo. Und schon war's das. Und er macht das locker flockig aus. Ja, also 5 Meter Höhe sind's, oder? Gut, gut. She rolls back, the light of life, and another blackness descends. Ja, erzähl weiter. Oh, Informationen. Moment. Habe ich da jetzt was übersehen? Ich fahre da mal rum. Ich glaube, da drin habe ich jetzt mal nichts gesehen. Irgendwas steht da mit einem Ausrufezeichen. Das interessiert mich, was das ist. Aha. Wie komme ich da hin? Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Begegnung. Infobegegnung. Sprich mit dem Ödländer, um wertvolle Informationen über die Welt zu erhalten. Oh, ein Ödländer. Ja, das machen wir doch. Wenn wir schon da sind. So, jung, kommen wir nicht mehr zusammen. Hallo, Ödländer. Na? Lie low here. Yes, I will protect yourself. But don't be long, please. Hallo. We've heard of your doings, walking man. So hear me. Down there is the dredges. Lord Scrotus lands. Controls the bridges, road, and even a bunker. Good way to ruin that undead scrotum's day would be to rid us all of the tanks there. Bring him down with a lever-like. Stop all gas down traffic round here. Watch the containers for other ways in. Okay. Zerstöre die aufgehängten Tanks und versaue Scrotus den Tag. Das Lager ist durch einen Bunker unter der Straße verbunden und kann von beiden Seiten erreicht werden. Untersuche die Container nach alternativen Eingängen. Zusätzliche Informationen. Im Keller befinden sich Treibstofftanks. Der Keller ist rattenverseucht. Es wäre am besten, sich vom Süden zu nähern. Belohnung, Informationen im Logbuch gespeichert. Das ist in der Tat hochinteressant.
Das schaue ich mir jetzt nochmal auf der Karte an. Transfertank an Tanklager. Und es wäre ratsam, sich vom Süden zu nähern. Hat er sie es jetzt gerade gesagt. So. Das wäre ja hier von der Seite nach da oben. Das machen wir ein anderes Mal. Beziehungsweise in erster Linie sollte ich ja schon gucken, dass ich der Hauptstory folge. Sonst gibt es verdammt ganz viele Let's Plays. Ja, das mache ich jetzt schnell zu Fuß, weil das ist nicht weit weg. Obwohl ich könnte mir auch vorstellen, wenn das hier. Nee, das scheint doch. Oder sind die doch da oben? Wenn die natürlich da oben sind und ich muss erst irgendwelche Serpentinen hochfahren, dann ist das ungeschickt jetzt gerade. Okay, da sind auf jeden Fall mal einige unterwegs. Da gehe ich wieder weg. Das wäre zu Fuß wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich. Und nach wie vor wäre Sprinten sowas von toll. Vielleicht geht's ja auch schon irgendwie. Ich hab's nur noch nicht rausgefunden, aber. Also mit O schon mal nicht, mit Kreis. Kerle, wir haben verdammt viel Schrott schon wieder. Vielleicht gehen wir tatsächlich mal irgendwo hin. Ja, jetzt fahren wir erstmal in die Festung, denn es ist auch schon spät. Später, als ich eigentlich eingeplant hatte. Aber wenn es läuft, dann läuft es halt, nicht wahr? Moment. Die sind da unten. Ich würde sie zu gern. Aber das würde jetzt wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde dauern, bis ich die gefunden habe und bis ich sie besiegt habe und hin und her. Und die sind mit Sicherheit auch beim nächsten Mal spielen nicht weg. Wird auch eine wiederkehrende Geschichte sein, diese Kollegen da. Moment. Kann ich das hier mal so von hier unten machen? Wo willst du? Och, weißt du, so viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Jetzt gerade. Ein andermal sicher. Hallo. Dead barons and all my gear, it was destroyed. My
by infidel scavengers! And we need to heal this machine! If you let us work here, where it is, saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit! Ah, praise be the prophet! Let him inside. Hmm.